Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben ja heute eine ganze Reihe von Werbeblöcken mit Blick auf NRW gehabt. Beim ersten hat man gar nicht gemerkt, dass das sozusagen zwei Werbepartner waren, die in NRW eigentlich Hand in Hand regieren wollen. Die scharfen Angriffe des Kollegen Krischer auf die Bundesumweltministerin Hendricks, die waren schon ganz bemerkenswert. Man wundert sich, dass Ihre beiden Landesverbände da was hin zusammen zustande bringen wollen. Aber ich sage das jetzt mal und will damit Ihren Werbeblock abrunden. Da ist ja insofern Besserung in Sicht. Meine Damen und Herren, in den letzten Tagen hat sich Frau Göring-Eckert, hat sie jetzt, glaube ich, vorgezogen, an dieser Diskussion nicht mehr teilzunehmen, behauptet, 10.000 Menschen sterben in Deutschland aufgrund von Stickoxiden. Der Kollege Krischer wusste es noch etwas besser. Er hat nämlich gesagt im Untersuchungsausschuss, es sind nicht 10.000, es sind genau 10.610 Menschen. Und Herr Krischer hat es wiederholt. Und Herr Resch hat es auch behauptet. Aber, meine Damen und Herren, bemerkenswerterweise, und das haben Sie heute in dieser Diskussion, die etwas mehr Sachlichkeit erfordert, unterschlagen, dass selbst die Sachverständigen, die auf Vorschlag der Opposition im Abgasuntersuchungsausschuss gehört worden sind, eine Kausalität überhaupt gar nicht erkennen konnten und eine Kausalität auch in Abrede gestellt haben. Und, meine Damen und Herren, es hilft auch in einer Diskussion, die man sehr sachlich führen soll, die Dinge in einen Rahmen einzuordnen. Wir haben Stickoxid-Grenzwerte in der Umgebungsluft. Der Jahresmittelwert ist danach festgelegt auf 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Der maximale Stundenwert beträgt 200 Mikrogramm pro Kubikmeter und darf 18 Mal im Jahr überschritten werden. Das passiert. Und jetzt hält sich der Mensch, insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland, zu 80% seiner Lebenszeit in geschlossenen Räumen auf. Und viele gehen anständig einer Arbeit nach. Und deswegen macht es mal Sinn, sich vergleichbare Grenzwerte an anderen Stellen anzugucken, um das, wie gesagt, insgesamt einordnen zu können. Und dann war es durchaus überraschend festzustellen, dass ein Komitee der Europäischen Kommission die Arbeitsstoffkommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft sowie der Ausschuss für Gefahrstoffe beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales einen Stickoxid-Grenzwert für Arbeitsplätze festgelegt haben. Und der beträgt, und das hat mich zugegebenermaßen überrascht, 950 Mikrogramm pro Kubikmeter Raumluft Dauerbelastung, und zwar 8 Stunden am Tag, gemessen über die gesamte Lebensarbeitszeit. Und dieses Komitee stellt zur noch größeren Überraschung fest, dass ein Erreichen dieses Grenzwertes zu keiner Gesundheitsbeeinträchtigung führen wird. Vor diesem Hintergrund ist es eben auch, und deswegen gelingt es Ihnen noch nicht, ist es geradezu ausgeschlossen, insofern die von Ihnen immer wieder leichtfertig und zur Skandalisierung herangezogene Kausalität zu behaupten und zu untermauern. Meine Damen und Herren, der Kollege Klare hat eben die Maßnahmen, die die Bundesregierung ergriffen hat, sinnvoll dargestellt. Und der Beitrag von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hat die Dinge eben entsprechend auch profiliert. Wir müssen auch insofern die Erkenntnisse des Abgasuntersuchungsausschusses am besten hier und in dieser aktuellen Stunde, die haben wir nicht mehr das erste Mal durchgeführt, noch mal rekapitulieren. Es war die Bundesregierung, die fortgesetzt auf europäischer Ebene für Real Driving Emissions, für den WLTP-Standard gekämpft hat, sich dafür eingesetzt hat. Und sie hat das gemacht, obwohl wir bekanntermaßen ein Kfz-Produktionsland sind. Die Bundesregierung hat sich durchaus Unterstützung von anderen Ländern gewünscht. Sie gab es sehr spärlich. An unserer Seite waren regelmäßig die Österreicher. Es waren die Niederländer dabei. Viele Länder haben sich in Attentismus geübt, im Übrigen auch viele Länder, in denen seinerzeit Grüne an den Regierungen beteiligt waren, und haben diese Verfahren eher blockiert. Und deswegen ist es richtig und sinnvoll und gut, dass die Dinge jetzt auf den Weg gebracht werden. Und es ist auch richtig und sinnvoll und gut, dass wir entsprechend nachhalten mit einer Aufstockung der Mittel für das KBA, um eigene Tests, nicht durch Beauftragte und sicherlich auch seriöse Unternehmen, aber um eigene Tests durchführen zu können, um das überprüfen zu können. Und es gibt weitere Maßnahmen, die Offenlegung der Quellcodes bei der Fahrzeugsteuerung. Der Kollege Klare hat das für sich in Anspruch genommen, dass er es als erstes gefordert hat. Sie hatten, glaube ich, damals in der ersten Aktuellen Stunde kurz nach mir gesprochen. Ich hatte es auch schon erwähnt. Also im Grunde genommen haben wir hier gute Initiativen aus dem Parlament herausgehört. Das gehört auch dazu. Und das Thema Endrohrmessung ist ebenfalls gefallen. Meine Damen und Herren, was müssen wir machen?
Wir müssen auf alternative Antriebsformen ebenfalls achten, Gasantriebe weiter fördern, sinnvoll, reduzieren Feinstaub, reduziert CO2. Auch darauf müssen wir achten. Diese Fokussierung nur auf Stickoxide ist sogar fehlerhaft. Uns geht es doch um Umwelt- und Klimaschutz und deswegen eben auch auf CO2 achten. Wir müssen Gasantriebe fördern, Endrohrmessungen machen. Wir müssen Filternachrüstung unterstützen, irgendeine Initiative der Unionsfraktion. Und dann kommen wir auf einen guten Weg. Und da können Sie bei dieser Bundesregierung ganz sicher sein, dass das so sein wird und dass wir auf europäischer Ebene diese hohen Standards, die wir für uns wollen, umsetzen werden. Vielen Dank. Die Kollegin Sabine Leidig spricht jetzt für die Fraktion Die Linke.